Bravo, bravo, genial! Hallo, ich freue mich so, dich kennenzulernen. Vielen lieben Dank für deinen wundervollen, tollen Sohn. Wie war er denn, als er klein war? Geige spielen in dem Alter? Das ist toll! Ihr habt zusammen Gitarre gespielt? Nein, ihr wart sogar ein Streichquartett? Habe ich ihm vielleicht eine peinliche Frage gestellt? Was? Ihr habt nie vor Publikum gespielt? Wenn ihr schon alle hier versammelt seid, könnt ihr doch zusammen musizieren, als Quartett. Juhu! Und ich bin euer begeistertes Publikum. Geneigtes Publikum wünscht sich ein klassisches Streichquartett. Spielt einfach einen anderen Stil, dann wird es wunderbar harmonisch. Volksmusik. Das Sonnenlicht von grauen Wolken geraubt.
wirklich bald ein neues Jahr an. Bär, hör doch mal, es ist das chinesische neue Jahr. Das chinesische. Das können wir doch, oder, Bär? Aufwachen im Frühling. Langweilig.
schlafen. Oder sie schlafen ein. Vielleicht sollte ich ja auch Winterschlaf machen. Ja, ehrlich. Du weißt doch aus Erfahrung, wie unheimlich brav ich bin, wenn ich schlafe. Wenn die Kinder zum Winterschlaf sich legen, können alle Bären endlich glücklich schnarchen. Bärchen! Bärchen! Ich habe ganz vergessen, mir die Zähne zu putzen. Du Bär! Ich habe Durst, gib mir Wasser! Und jetzt Winterschlaf. Geht nicht. Was ist denn da los? Darum kann ich nicht schlafen. Das dumme Kissen ist so niedrig. Und irgendwie sind die Federn ganz hart und klumpig. Bärchen, ich kann nicht schlafen, weil nämlich meine Zudecke nicht richtig warm ist und ich friere schrecklich. Es geht nicht, weil nämlich die Matratze ist zu hart. Ich brauch's weicher. Ich soll schlafen, bis Frühling ist. Ohne Zeichentrickfilme? Schon gut, ganz ruhig. Du weißt es besser. Erzähl doch mal. Was machst du zum Einschlafen? Kannst du es mir nicht beibringen? Es wäre sehr nützlich zu lernen, wie man einschläft. Ja, natürlich. Jetzt kann ich es verstehen. Eine sehr wirksame Methode. Seit Jahrhunderten bewährt. Ja, und da ist eins. Und noch eins. Und wieder eins. Und das nicht zu vergessen. Bär! Kann man sie nicht vielleicht mit Zahlen bemalen? Das wäre gut. Weil ich nämlich Angst habe, mich zu verzählen. Klasse! Du Bär! Wenn sie bunt wären. Geht das? Juhu! Schlummer, schlummer, schlummerlein, schlaf nicht auf dem Bettrand ein, denn dann kommt ein Wölfelein, beißt dich in dein Hinterbein. Eins, zwei, drei und vier und fünf, tanze froh und spring und hüpf. Schlummer, schlummer, schlummerlein, bye, 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 bye. Musik muss noch lauter sein. Schlummer, Schubidubilein, Strampel, Zappel, schlaf nicht ein. Schlummer, Schlummer, Schlummerlein, schwing dein lockeres Tanzebein. Schlummer, Schlummer, hipp-di-hopp, sieh das Wölflein, wie es rockt. Hüpfen Schäfchen auf dem Gras, haben alle großen Spaß. Schlummer, Schlummer, Schlummerlein, Strampel, Zappel, schlaf nicht ein. Schlummer, Schlummer, Schlummerlein, schlaf nicht auf dem Bettrand ein. Rundherum, so muss das sein, heute schlafen wir nicht ein. Alle tanzen groß und klein. Schlummer, Schlummer, Schlummerlein,
Bärchen! Ich fürchte, ich komme mit dem Zählen nicht hinterher. Winter hört wohl nie auf. Kann es denn nicht endlich Frühling werden? Oh, wow! Ist es möglich, dass der Frühling schon da ist? Schläfst du noch den Frühling? Sieh mal, was ich habe. Bär, komm schon, guck dir das an. Der heiße Wind riecht gar nicht fade, sondern nach Pfeffer und Schokolade. Die Sonne scheint immer zu, es gibt keinen Winter in dieser Zone. Eis findest du nur im Glas mit etwas Saft und einer Zitrone. Ei, 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 ei. Fröhlich und Sorgen macht keiner hier ein Getose. Das liegt an ihrem Geheimnis. Leckere Tacos mit scharfer Soße. Ei, 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 was für eine Wonne. Wir singen und freuen uns, denn hier ist es warm. In Mexiko unter der Sonne. Ei, 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 ei. Thank you.
kommen. Komm schon, wir gehen raus in die Sonne. Bitte sei mir nicht böse. Ich wollte uns nur ein bisschen Frühling verschaffen. Brotkringel schmecken mit Honig ja auch viel besser. Flügel spielen. Und mir hast du noch nicht gezeigt, wie es geht? Das ist gemein. Ich will das sofort lernen. Ist das groß. Ich will auch auf diesem schönen Flügel Musik machen. Also, wie macht man Töne? Wo muss ich draufdrücken? Oh, wow. Wenn ich auf die Tasten trete, kommen die Töne heraus. Weißt du nicht, dass Musik ganz wichtig ist, um fröhlich zu sein? Na los, zeig's mir. Ich werde eine ganz berühmte Pianistin. Klavierspielen, spielend lernen. Wozu brauche ich ein Übungsbuch? Ich weiß doch schon, wie das Spielen geht. Es gibt nichts Schöneres als Musik. Das Wichtigste hinterher ist, dass man sich feierlich verbeugen kann. Noten sind total langweilig. Hm.
Wahrscheinlich dauert das mit dem Berühmtwerden noch eine ganze Weile. Unserem Gastspiel. Ich soll gießen? Noch bevor ich was gesungen habe? Sogar der Künstler und die Stadt.
Und so singen wir hier. Ja, ja. Wird er ganz traurig werden. Ich hab's gewusst. Er ist traurig. Ist ja auch kein Wunder. Dieses Ding ist uralt. Tja, ein cooles Instrument ist das nun wirklich nicht. Und er tut alles, um so gar nicht gut auszusehen. Naja, wenn das so weitergeht, wird er nie Erfolg bei der Bären haben. Na, das wär's doch. Ich baue seine Gitarre einfach um. Und los geht's! Aha! Um. Bär! So geht das richtig ab. Yeah! Yeah!
nichts Neues beibringen. Echt schade. So, 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 so. Warum sind denn alle meine Videos verschwunden? Dann beginnen wir mal mit der Suche. 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Vielleicht finde ich sie ja hier oben rechts. Das Mikrofon klicke ich jetzt an und sage, Mascha und der Bär ist dran. Das war einfach und jetzt